Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Wir sind heute in Kanada unterwegs. Und zwar auf der Canada National Oakville Subdivision Route. Denn dafür gibt es einen neuen Mod. Und zwar komplett neuen Timetable. Ich habe mir heute mal einen Güterzug hier ausgesucht, den wir heute mal hier fahren. Und währenddessen erzähle ich euch mal, was der Mod so alles mit sich bringt. Oh, da steht schon mal einiges rum hier. Nice. Okay, machen wir mal das hier fertig. Na gut, das brauchen wir eigentlich nicht. So, ich glaube, das musste man hier noch alles anmachen. Das ist an. Steplights brauchen wir nicht. Ditchlights. Nee, auch nicht. So, jetzt. Vorwärts. Front Headlights machen wir mal auf dem. Was haben wir hier? Glass Lights Front Left. Hätte ich gerne auf White. Okay. Sonst sowas vergessen. Wir haben zwei Lokomotiven. Das heißt, Banking Com ist on. Und dann glaube ich, sind wir abfahrbereit. I guess. Wie schaut es denn aus mit dem Regler da unten? Lead or dead? Okay. Schauen wir mal lichtertechnisch aus. Man sieht es irgendwie kaum. Die Lichter oben sind an. Wo sind die Headlights? Das ist Rear Headlight. Front Headlight. Aber ich glaube, es auch nochmal sowas dafür, oder nicht? Engine. Was ist da dahinter? Mal zu, nee, das sind an. Wo war denn das? Ich fahre das hier zu selten. Hm. Sonst ein Ditchlights. Ach, das sind die da vorne. Ah ja, wird schon passen. Okay. Dann bitte einmal Bremse lösen. Gut, abfahrbereit. Hier mal Leistung. Kannst du mal hier wieder ausgehen? Wo bist du? Da. Tut sich gerade irgendwie überraschend wenig. Sind wir so schwer? Wir sind über 1000 Tonnen schwer. Ja, dann geben wir halt mal ein bisschen mehr Schmackes. Okay. Also jedenfalls, dieser Mod ist ein komplett neuer Fahrplan für den ganzen Tag. Es glaube ich sind über 200 Services, die eingesetzt werden. 100 davon ungefähr kann man fahren. Und dazu hat er auch entsprechend eine Beschreibung geschrieben. Die lese ich jetzt mal vor. Willkommen bei Toronto Commuter 2024. Zwischen 1853 und 1855 von der Great Western Railway Ontario verbaut, verkehren auf der heutigen Strecke zwischen Oakville und Grimsby wirklich über 100 Personen- und Güterzüge, was sie zum verkehrsreichsten Schienenkorridor in Kanada macht. Diese Fahrplanerweiterungspakete enthält folgendes: ein brandneuen 24-Stunden-Fahrplan mit Regionalzügen aus den großen Toronto und Hamilton, Intercity-Personenzügen, Nahverkehrszügen und schnellen Güterzügen, sowie auch Rangieraufgaben. Darüber hinaus werden 11 Umlackierungen, also Liveries, bereitgestellt, um Lokomotiven und Wagen der Add-on Sandpatch Grade, Post Providence und MP36PH3C Baby Bullet in den entsprechenden Farben zu verwandeln. Schließlich wurde die bestehende Strecke durch das Hinzufügen von Bahnhöfen zum PIS-System, die Anpassung der Fahrgastdichte an den Bahnhöfen und als Bonus das Hinzufügen neuer Strecken zum Szenarioplaner optimiert. Mit 107 spielbaren Zügen können Sie aus 88 Regionalzügen wählen, mit der MP40PH Bombardier B-Label-Wagen entlang des Westufers von Ontarios, auf ganztägig kaltenden Nahverkehrszügen, begrenzten Expresszügen und Wendezügen zur Hauptverkehrszeit fahren.
Oder fahren Sie mit der F40BH auf 1 von 10 inländischen und grenzüberschreitenden Intercity-Zügen. Gut. Wenn Sie Gütervergabe suchen, haben Sie die Wahl zwischen 4 Rangierdiensten oder 5 lokalen Rangieraufträgen mit der GP9RM und der GP38-2. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Güterverkehr sind, nutzen Sie die Free-Roam-Funktion, um Ihr eigenes Abenteuer zu gestalten und die verschiedenen Industriegleise entlang der Strecke zu erkunden. Während Sie auf den Gleisen unterwegs sind, halten Sie Ausschau nach weiteren KI, die lokale und schnelle Frachtdienste anbieten. Ja. Der ging aber spät zu. Sag mal. Was beim man nicht auf? Also, ihr seht, auf der Strecke ist jetzt gut was los und gerade im Free-Roam-Modus. Aber ich kann mir da ganz gut Spaß haben. Vor allem, nachdem jetzt auch die ganzen Gleise entsprechend Güterwagen haben und Co. So muss das sein. Es gibt aber auch noch ein paar Bugs, Stand von dem Video. Die werde ich euch jetzt auch noch mal kurz vorlesen. Die Probleme, schlechtes Benehmen von den Fahrgästen, ja, kennen wir doch schon. Vor allem am Bahnhof Oakville starten sich die aussteigenden Fahrgäste und fallen auf die Gleise. Im Bahnhof Oakville stauen sich die Fahrgäste auf den Inselbahnsteig zwischen Gleis 1 und 2. In Wirklichkeit gibt es einen Zaun, der den Inselbahnsteig von Gleis 1 trennt. Im Bahnhof Elleshoot werden die Fahrgäste auf dem Bahnsteig 1 abgefertigt, der in Wirklichkeit stillgelegt ist. Die Bissanzeigetafeln Elleshoot sind verkehrt herum angebracht. Gleis 1 zeigt 4, Gleis 2 zeigt 3 und so weiter. Ja, kann man auch drüber hinwegsehen. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Weichen lauten Slow Speed, aber in Wirklichkeit sind sie entweder Medium mit 30 oder Limited mit 45. MO30-Zonen bei der Einfahrt nach Oakville auf Gleis 3. In Wirklichkeit ist Bahnsteig 4 eine Durchgangsstrecke und die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Meilen pro Stunde gilt nur für dieses Gleis. Und AI schaltet die Scheinwerfer bei Rückwärtsfahrten nicht aus, daher einige Züge nach Union haben die Scheinwerfer am Zugende an. Ja, alles nicht so schlimm. Und Regionalbahnzüge starten alle mit ausgeschalteten HEP. Also besonders auffällig bei Capcar-Zügen, spawnen zu Fuß und übernehmen sie den Zug, wenn sie es vorziehen. Der Fahrplan ist nur mit TSW 4 kompatibel, funktioniert mit der TSW 3 Version. Okay. Oh, wir sind schon mal ganz gut unterwegs. Aber können wir mal ein bisschen Schmackes geben. Es war zu viel. Na, magst du mich jetzt wieder? Nee. Na komm. Leistung. Irgendwie springt das so komisch. Naja, passt. Aber finde ich ganz cool. So ein großes Gesamtpaket, um da die Strecke mal ein bisschen aufzuwerten. Da habe ich vielleicht nochmal Lust, dann auch vielleicht mal seinen Expresszug hier zu fahren. Oder ein bisschen rangieren zur Abwechslung. Ja, okay, 6 ist definitiv zu viel. Kommst du wieder? Ja. Mal schauen, ob wir das Baby dann auch zum Anhalten kriegen. Sind aber keine Single Unit. Motoring with Unit coupled long boot end. Naja, wird schon passen. Ich bin so kein Experte für amerikanische Lokomotiven.
Heizung wäre nicht schlecht. Ist gerade ein bisschen kalt im Zimmer. Bisschen Feed Acceleration. Aber es gibt schon ein paar interessante Features. Ah, geht jetzt die 6? Jo. Also ich hätte ja schon nichts dagegen, mal mit so einem Kollegen mitzufahren. Einfach nur, um es mal erlebt zu haben. Ach, irgendwann mal nach Kanada oder Amerika. Und mal diese Züge da mal in echt sehen. Ich glaube, man hat gar nicht mehr so richtig einen Eindruck, wie groß die Dinger eigentlich sind. Aber ich will das mal erleben, dass auf dem Bahnübergang, keine Ahnung, wenn irgendwie so ein mega Güterzug vorbeikommt, und dann irgendwie erst mal 10 Minuten zugucken kannst, wie der vorbeifahrt. Das glaube ich, muss man selber gesehen haben. Moin! Das ist schon eine sehr schrille Farbe als Livery. Immerhin, Bahnübergang ist zu. Ja, geht noch eine Stufe. Wohlfordel. Ja, er nimmt's. Blinkt's. Aber immer noch gut to go. Ja, jetzt habe ich gar nicht genau hingesehen, ob da hinten beim Industriegleis was gewesen ist. Und es gab mir mal den Tipp, ich sollte mir doch mal den Quad-Mod holen. Oder beziehungsweise mal anschauen. Da kann man das so scherzig machen, wie in Bereiche reingehen, wo man halt eigentlich nicht rein kann, wegen Einweise für Wall etc. Und da soll man dann auch mit die Züge reinfahren können, damit ich dann mich dann nicht so ärgere, wenn es dann auf einmal heißt, ja, Bereich zu Ende. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Oh, schaut euch an, da steht auch gut was rum. Ja, so muss das sein, Daftail Games. Lass mal Sachen ein bisschen rumstehen, damit man im freien Modus immer ein bisschen Sachen rumrangieren kann, etc. Auch Kamera nach rechts. Ja. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, so schnell zu fahren mit dem Güterzug. Ich muss anhalten. Er sagt immer noch 8000 Feet. Naja. Brauchen wir noch ein kleines Stück. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan vom amerikanischen Signalsystem. Ja, sogar da hinten, da steht auch noch was rum. Ja, ich glaube, wir könnten mal so einen lokalen Frachtzug machen. Um mal von der Industrie mal ein paar Sachen uns hier reinholen. Und irgendwo hinbringen. Es bietet sich natürlich hier an. Jo.
keinen Unfall haben hier. Ja, pünktlich zum Anhalten gibt es natürlich Schiedwetter. Damit ich noch mehr Spaß habe beim Bremsen. Ach cool. Kann ich anpassen. Noise. Boah, was hast du jetzt? Zweimal rot und einmal gelb. Jetzt habe ich gar keine Anzeige mehr. Das macht mich jetzt gerade nervös. Ich hab Schiss, in irgendwas Rotes reinzufahren. Können wir eigentlich... Ja. Ah, schon geil. Hey, da haben wir ja mal wieder einen Service hier. War wieder so ein Lokaler. Einsehen. Ha, jetzt kommt's. Wir müssen wirklich anhalten. Ah, da ist mal ausnahmsweise nichts abgestellt hier. Ah, doch nicht anhalten. Geil. Dann wissen wir mal. Kann man eigentlich in der Lok dieses Sicherheitssystem anmachen, was die Amis da haben? Gibt bestimmt irgendwo, ne? Number Lights, Number Lights. Plattform, ne. Muss man halt nur noch wissen, wo das ist. Isolation Run. Kann man hier irgendwas aufmachen? Fuse Cabinet. Richtig Devices. Was haben wir hier? Safety Devices. Komm, hauen wir mal an. Mal schauen, was passiert. Warte mal, wenn das jetzt an ist, gibt er mir eine Notbremsung, wenn ich aufstehe? Probier's mal aus. Nö. Und der lässt sich auch nicht verstellen. Schade. Manche Lokomotiven geht das. Oh, 30 runter. Okay. Ja, also, wer da hier auf der Strecke mal ein bisschen mehr Spaß haben will, empfehle ich mal, diesen Mod herunterzuladen. Ist super easy zum Installieren. Link wird in der Videobeschreibung sein. Ist auf trainsimworldcommunity.com, glaube ich, heißt die Seite. Glaube ich auch die meisten von den anderen Mods her. Und da werde ich jetzt auch in Zukunft regelmäßig mal so reinschauen, ob irgendwas Interessantes auftaucht. Und dann zeige ich das euch natürlich. Das da ist jetzt wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was hier nur so abgeht. Cross City Line, die hat auch noch ein geiles Update, beziehungsweise Mod gekriegt, wo die Strecke auch noch überarbeitet worden ist. Das, glaube ich, werde ich mir als nächstes ansehen. Jo! Und da einmal voll gegen die Lok. Das muss so.
Shit, ich habe den Counter gar nicht drin. Ja, aber beim Mod mache ich das nicht. Das ist unfair. Oi. Oh, schon wieder kein Puffer. Weil da kann es vielleicht sein, dass hier wirklich keiner ist. Ach so, ja, gut, das Gleis ist sowieso in hoch. Ja, dann ist ja auch egal. Ja, nächste Passagierstation da vorne. Also wenn ich jetzt das nicht falsch im Kopf habe, glaube ich, hat es auch Rangieraufgaben, die knapp 2 Stunden gehen. Das ist auch interessant gelöst da. Diese 30 und dann anhalten. So, Kollege, bremsen wir. Bremst sich eigentlich echt gut. Kann ich mich nicht beschweren. So, da haben wir unseren Kollegen. Sollte vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Es kam jetzt ein bisschen schneller ran, als ich dachte. Oha. Ah ja, das hat er ja auch noch gesagt. Es gibt dann auch Güterzüge mit über 80 Wagen, die hier rumfahren. Er ist auf jeden Fall nicht kurz. Ich will auch sowas fahren. So, vorne ist einer. Da wäre denn jetzt frei oder kommt da noch ein zweiter? Ne, das ist alles rot hier. Ansonsten braucht er vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit. Ich fliege mal so ein bisschen nach vorn. Das scheint ihm aber egal zu sein. Ja gut. Dann bleiben wir halt stehen. Machen wir mal ganz kurz auf der Karte, was hier so abgeht. Okay. Was sind das für Symbole? Kann man da im freien Spiel abladen hier? Okay, für uns hat er schon mal weitergemacht. Aber... wo müssen wir das selber hier machen? Nee, oder? Das sieht ja eigentlich schon mal gar nicht so falsch aus. Wir müssen da rauf. So, jetzt ist... das ist doch falsch gewesen. Das ist gerade... ein bisschen doof, dass es in der Standardansicht nicht so gut ersichtlich ist, wo die Weichen hingehen. Wir dürfen aber immer noch nicht. Warum nicht? Was ist da los?
Guck mal kurz anfragen. Ging das nicht auch hier mit dem Ding? Nö. Gut, Stellwerk kontaktieren. Abgelehnt. Du kommst hier nicht rein. Warum nicht? Oh, interessant. Zweiter der Gleis zeigt er hier gar nicht mehr an. Oh, da kommt doch nichts. Da ist alles rot. Und das hier habe ich auch überprüft. Das dritte Gleis. Hm. Alles richtig. Kurz gucken. Ja, alles rote Welle. Also irgendeinen Grund wird schon haben. Okay, ich würde sagen, ich mache da mal einen kleinen Cut und warte hier mal einen kleinen Moment. Und wenn wir dann wieder freie Fahrt haben, dann sehen wir uns gerade wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt bin ich eine ganze gute Zeit da gestanden und ich weiß jetzt, warum es nicht weitergeht. Der Grund ist der Kollege da. Der ist jetzt gerade aufgetaucht. Der fährt nämlich auch da rechts rein und Fahrdienstleiter hat gemeint, ja, nö, der fährt zuerst. Ziemlich random, wie das positioniert ist. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht blinken, oder? Naja. So, Kollege. Ich glaube, da ist nämlich auch ein bisschen länger. Ja, da hinten ins Nirvana rein. Gondaro. Was? Nein. Der kann ja nicht weiterfahren. Du Held. Bist du irgendwie verdammt leise? Eigentlich wäre es ja witzig auszuprobieren, ob man da draufsteigen kann. Aber ich sehe es dann schon wieder kommen, dass ich wieder stecken bleibe. Und dann kann ich nicht weiterfahren. Oder mal bei der Fahrt abkuppeln. Nein, das machen wir nicht. Ah, ich glaube, das dauert noch einen Moment. Währenddessen kann ich mich mal um das Teil da kümmern. Okay. Trennen. Das ist doch normalerweise am Ende. Ach, das ist doch mit dem hier so verknüpft. Warum? Ist es richtig, dass das so blinkt? Ich meinte halt eben nicht, dass es halt nur zum Zugschluss ist. Also schreibt es gerne in die Kommentare rein, aber ich meinte, das ist hier falsch. Aber I don't know, wir können es ja bei dem dann gleich mal sehen, der das auch hinten drauf hat. Komm, Junge, mach mal hin. Ja, das Ende ist schon in Sicht. Sehr gut. Und dann bin ich hier weg. So. Nein! Mein Gott! Ich gucke mich doch nur um. So, moin. Alles okay da draußen. Jetzt uns wieder hin, damit das Spiel wieder glücklich ist. Es hört einfach nicht auf. Stell dir mal vor, du weißt, dass das eins dieser Megazüge ist. Ja, da kannst du erstmal die Maschine hier abstellen, Kaffee machen. Ein Plausch. Rotzeit mal zu sich nehmen. Und dann geht's weiter.
Das gibt's ja nicht. Alter, das ist ja so ein Megazug. Das hat er wirklich ernst gemeint, dass da KI-Züge unterwegs sind mit über 80 Wagen. Was er nicht dazu gesagt hat, ist, dass die da richtig rumkrebsen. Mann, hätte ich ja locker vorher reinfahren können. Immer diese FDS. Och, jo. Haben wir eigentlich hinter uns was? Nee. Ja, hinten ist es nicht dran. Ich hätte gedacht, das müsste hier hinten irgendwie dran klatschen. Warum klingt das hier so komisch? Ach so, da hinten ist der Zug. Naja, komm nicht weiter weg. So, so, gehen wir wieder nach vorne. Ja. Und ich kann... Crossing closed. Naja, das soll auch zubleiben. Aber was macht er, wenn ich eigentlich aufmache? Gar nichts. Okay. Yay, da hinten die letzten. Wie sieht das eigentlich hier aus? Ach, die verschwinden da hinten einfach so. Auf der Anzeige. Ja, kann man auch machen. Und da hat es ein totes Gleis, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, das ist das hier. Okay. Ist natürlich auch für den Passenger-Service hier ein bisschen doof, ne? So wie ich hier stehe. Aber gut, wo will er mich auch anders wo hinstellen, ne? Boah, endlich! So, komm, zeig mal deinen Zuschluss. Oh, geil, ich darf fahren. Na? Ja, der hat es auch hinten. Das ist bei mir hier falsch. Warum auch immer. Ja, gut. Wir können fahren. Aber unser Vater ist halt übervorsichtig. Also da werden wir locker durchfahren. Ich weiß gar nicht, was der längste Güterzug ist, was du ganz offiziell in TSW fahren kannst. Und über irgendwas auf der Sandpatch Grade oder sowas. Das ultimative Erlebnis hätte ich dann wohl eher in TS Classic, weil da weiß ich, da kann man die richtig dicken Brummer fahren. Aber ich glaube, das probiere ich erst gar nicht. Das endet dann nur in Chaos. Zum Beispiel auf dem Maria Pass. Ja, da an die Talfahrt. Jetzt hat er schon wieder gemacht. Oh, ich freue mich dann schon so, wenn mal Derail Valley dann die neue Map rauskommt. Das nächste große Update.
wo man dann auch ein bisschen schneller fahren kann. Da glaube ich, könnte es so spannend werden mit den richtig dicken Güterzügen. Ich meine, ist jetzt auch schon teilweise eine Herausforderung, so ist es ja nicht. Ja, da hinten sind fast schon wieder frei, also das wäre sich gut ausgegangen. Aber da hat man jetzt mal ein bisschen Realismus, dass man nicht immer sofort durchkommt, dass man warten muss. Kann man sich die Gegner angucken, die anderen Kollegen. Ja, und da hat man sich auch gedacht, man braucht das Gleis nicht mehr. Also zumindest der eine von hier hinten nicht mehr. Ja, wobei, da hinten geht es noch in den Industrie rein. Ja, da kann man sogar ein bisschen reinfahren hier. Ist das auch entzeichnet? Natürlich nicht. Oder wenn jetzt nur blöd guckt. Ne, ist wirklich nicht drin. So. Breaking. Autsch. Auch von da hinten. Jetzt bin ich mal gar nicht sicher. Ging das, dass du in Deep Valley dir die Kupplung abreißt? Oder dass jetzt zumindest aufgehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Mal nachgucken oder mal ausprobieren, eins von beiden. Ich meine, wie werden das in der Realität, wenn du von der Strecke da hier so reinfährst und hier jetzt dann Handweichen? Wer macht die Hand weichen? Sind das dann wirklich so lokale Dudes, so wie die da, die entsprechend einen Auftrag kriegen, da die Hand weichen so und so hinlegen? Weil der Zug kann ja schlecht vorher mal kurz stehen bleiben, auf der Abstrecke vorlaufen und mal gucken, wie es aussieht. Das sind jetzt mehr so Baustellentypen. Ganz nach da vorne. So, ein bisschen mehr Schmackes. Nochmal sehen, ob es das gewesen ist oder ob wir hier noch irgendwas machen müssen. Und was ich mir jetzt gerade mit dem neuen Mod gefragt habe, ist, es gibt ja diesen S-Bahn-Service hier drin. Du warst halt zwischen zwei Stationen halt rumpendeln. Und ein Auftrag geht natürlich nur in eine Richtung. Was ist, wenn du den Auftrag fertig machst? Und dann kommt ja wieder dieser Schlussscreen normalerweise und dann hast du aber die Option weiterspielen. Ob du gerade am gleichen Punkt gerade wirklich weitermachen kannst und den Zug wieder nehmen kannst, dann für die Rückfahrt. Das will ich auch nochmal ausprobieren. Ja, ist auch ein bisschen was los.
das scheint soweit alles passen. So, mein Kollege. Da, alles frisch. Nächster Commuter Service. Oh, der fährt sogar doppelt. Interesting. Mal schauen, wie genau ich das da hinbekomme. Also ich meine, 1500 Tonnen oder sowas, das sind, die sind echt gut handelbar. So, Stückchen noch. Boah, dann würde ich mal sagen, haben wir gut geparkt. Wir müssen noch mehr machen. Nice. Oder da einmal abkuppeln. Okay. Und jetzt? Oh, ja, sehr nice. Wir können ja noch ein bisschen rumrangieren. Cool. Das ist vermutlich ein Dovetail Games Ding. Aber warte mal. Einfach nur für den inneren Monk. Oder weil mich sonst dann jemand sagt, was machst du da? Guck mal, die Handbremse bei zwei Wagen rein. Sehr. Dumm. Einmal da rein. Zu. So. Passt. Wie schauen wir aus da vorne mit den Weichen? Die ist nix bueno. Die ist bueno. Die auch. Passt. Wüsste nicht. Wow. Gut. Oh, aus mit dir. So, Kollege. Und jetzt? Irgendwo da hinten anhalten. Wo? Moment. Tun wir jetzt auf der anderen Seite wieder ankuppeln. Ja, okay. Stellen wir das immer hier richtig ein. Es passt.
Soll ich Führerstand wechseln? Ach nee, weißt du was? Wir machen mal einen an Rennschiebegleiter. Halt, falsch. So, wir gehen mal raus. Oh, komm. Ja, bei dir habe ich nicht so viel Platz. Mann. Ja, dann tun wir so, als wenn wir hier dran wären. Geht's. So, ich würde sagen, wir machen das mal ein bisschen auf Express. Minimal so schnell. Oh, ist es eigentlich... Ne, das Ding ist immer noch dran. Ah, man sieht hier echt nicht so viel. Aber es gibt schon schlimmere als wie das. Natürlich eine Fernbedienung nicht so schlecht, weil du die fernsteuern könntest. Gerade wenn du allein bist, gehst du dann nach vorne. Ja, wobei... Da bist du dann, glaube ich, gerade direkt in den Führerstand reingehen. Aber wenn du so ein bisschen am Rumrangieren bist, kannst du dir hinfahren lassen. Eventuell kommt man auch an die zwei an. Bin mal gespannt. Oder der Güterzug fährt dann in eine Abzweigung rein, wo die anderen beiden reingefahren sind. So quasi als Idee. Ja, gut. Wieder ankuppeln. 25 Wagen. Wo? Ja, bei denen hier. Gut. Da rein. Oh, sollen es? Schmutz? Wir rollen. Weil ich noch Gas drin hatte. Boah, ich bin so ein Held. Das werde ich mal von der Ansicht hier drin machen. Ja, wir kuppeln wieder an so unsere eigene Wagen wieder an. Aber cool, dann ist es nicht nur von A nach B fahren. Der ist Kollege, zum dritten Mal. Mal pro Stunde. Autsch. Ist dort gerade ein bisschen weh. Shit, hätte ich dort... Aber... Ich muss die doch vorher entsperren, oder nicht? Meint ihr, da war was? Ja, auch.
rechter Hebel. Oder muss ich es nur da machen? Kupplung gesperrt, Kupplung freigeschalten. Oder war das nur zum Lösen? Ey, ich bin kein Ami-Experte. Komm. Kommen wir nochmal ran. Okay. So, einmal rembremsen. Oh, das war's. Okay, ja, das war eine nette kleine Aktion. Also, schaut euch den Mod mal an. Da ist auf der Strecke wesentlich mehr los. Habt ihr interessantere Aufgaben? Komplett kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.